sorry to say, I'm sorry for Muslims, I'm sorry for the Tatim Light. Im Leid etwas sagen zu müssen, eben dass die Muslime in ganz furchtbaren Zustand sind. Dass die Ummah der Mohammedi in einem ganz schlimmen Zustand sind. Ignoranten im Zustand. Im Zustand der Jahiliya. Zustand der Ignoranz, der absoluten Ignoranz. Dann Islam. Sozusagen verlassen. Eigentlich. Weil sie haben die Sünde des Propheten, sallallahu und sie verlassen. Ja, jetzt ist die Zeit, wo der Prophet gesagt hat, sallallahu, ne? Und meine Oma ist wird 3 Tage alt. Das ist ja so, wie man das so tut. 3 Tage alt. Ne, 1,5 Tage alt. So, 1,5. 1,5 Tage alt, so. Und, ein Tag ist bei Allah sind 1000 Jahre. Also 1500 Jahre wird die Oma sein. Und nach einem Tag wenden sie sich ab. Wenn sie sich abwenden von der Sünde. Und wenn sie sich abwenden von der Sonne, dann ist halt, oder wenn sie sich abwenden von der Sonne, dann bleibt nur noch ein Tag übrig. Ne? So, Jonas? Ne? Das ist die Hadith, ne? Ja. Ungefähr so. Wir können das nachschlagen und nachlesen, aber so. Soweit haben wir das in Erinnerung. Ja, und dann ist nur noch ein Tag übrig, sozusagen. Ne? Also das vor 500 Jahren, circa, so jetzt. Zeit ist, Allah weiß am besten. Haben sie sich abgewendet. Ja, Anfang haben sie sich abgewendet von der Sonne. Also. So hat es angefangen und dann ist es immer mehr geworden, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Wir sind immer noch auf dem Weg, immer noch. Bis heute immer noch mehr abzuwenden, noch mehr abzuwenden, noch mehr abzuwenden auf dem Weg, von der Sonne noch mehr abzuwenden. Vor 100 Jahren war nochmal ein deutliches Zeichen. Da, als das Ende des Osmanischen Reiches, sie per Gesetz dann den Muslimen befohlen haben, per Gesetz islamische Kleidung abzulegen. Das ist was Äußerliches, ja? Aber daran kann man was messen. Das hat natürlich innerlich zu tun. Das ist immer der Spiegel, das Äußerliche ist immer der Spiegel von dem Inneren. Ja? Ne? Wenn ich den Suleiman sehe, ja, dann weiß ich, das ist Suleiman. Dann weiß ich ungefähr, ja, wie soll ich sagen, sagen wir mal mit unserem Volks, wie sagt man, Volkssprache, weiß ich, wie er drauf ist. So allgemein. Ja, so. Oder auch, wenn ich ihn sehe, ihn. Oder wenn ihr mich seht. Ja. Bei mir ist es schwieriger, weil ich bin immer ist noch gefährlicher. Mein Äußeres ist richtig gefährlich. Das ist schächig. Ja, das hier mit Juba und so. Das ist ganz, sollte man ganz vorsichtig sein. Ja. Bei mir ist schon egal jetzt. Ist alles schon verbrannt, ja, aber das, pass auf, bevor du das Ding hier anziehst und den Turban aufsetzt. Ja, ganz gefährlich. Aber so, ja, mashallah, ja, alhamdulillah. Das kann man sehen. Warum haben wir das jetzt gesagt? Oder so? Was? Ha? 1,5 Tage. Die haben das per Gesetz verboten. Zum Beispiel
Der Turban war ja schon weg. Ja, die größte Sunna, also wichtige Sunna von Propheten, wo es also 50 Hadithe alleine nur über den Turban gibt. Mindestens wahrscheinlich mehr, aber 50, die bekannt sind. Dann, das war schon, dann haben sie schon Ende des Osmanischen Reiches, haben sie schon keine Turbane mehr, dann hat er schon fest. Ja, Abdulhamid hat dann schon fest, immerhin noch ein Fest getragen. Und dann kam diese Knalltüte von Betonkemal, der Beton. Der hat dann per Gesetz, ja, das verboten bei Todesstrafe. Da gibt es eine Geschichte, also das ist nur ein Zeichen von vielen Zeichen. Hat einer dann trotzdem ein Fest getragen und haben sie dann getötet. Todesstrafe. Hat den Fest anbehalten, hat bestanden auf sein Fest, haben sie ihn getötet. Maschallah. Muslim. Naja, haula wala quwwata. Ja, so. Und dann hat er die Scheichs weggeschickt als erstes auf dem Schiff. Ja, ganz viel, das ist auch eine bekannte Geschichte, aber das ist nur eine Geschichte von tausenden von Geschichten. Ja, er hat gesagt, ihr könnt ins Exil, die ganzen Scheichs alle auf dem Schiff und könnt nach Ägypten. Im Schiff, ja, Exil. Und dann hat er das Schiff versenken lassen. Also mal eben so 500 Scheichs, oder ich weiß nicht, wie viele es waren. Ja. Getötet und so weiter. Per Zwang, per Shaitan-Gesetz. Ja. Aber es gehören immer zwei dazu. Es gehören die das mit sich machen lassen und der das macht. Da muss man erstmal die Schwäche haben. Ja? Die sind schon schwach geworden. Die sind schon schwach, haben schon vorher schon immer die Sünde verlassen. Das ist in vielen Sachen. Erstmal innerlich, charakterlich. Ja? Und dann natürlich auch äußerlich. Ja, dann gibt es die Schetane, die Verräter, die den Propheten immer verraten haben. Ja, das waren immer die traditionell schon die jüdischen Brüder da in Khaybar. In Khaybar, bei Medina. Ja, bei Medina, Munawwara. Die haben den Propheten verraten. Die haben gekämpft in der Schlacht von Sandak, in der Schlacht des Grabens, als sie mit 10.000 haben die, oder? Oder war das 3.000 gegen 1.000? Schlacht von Sandak. Wer weiß das? Kasim? Hände. Hm? Hände. Was? Hände. Also, der Krieg Hendek Savaşı. Wie bitte? Hendek Savaşı. Wo also auf Türkisch heißt Hendek. Ich glaube 3.000 gegen 1.000. Die kamen mit 3.000, oder? Ja, ja. Noch nicht mal 1.000, glaube ich. Was? Die waren 3000? Ja, die waren 3000. Feinde? Die Feinde waren 3000. Und 1000 waren ungefähr die Muslime. Ja, ungefähr. Ja. Genau. Badr war 1000 gegen 300, ne? Erste Schlacht. Ja, genau. Das sind 3000. Und dann haben sie den Graben gegraben und es war alles. Und hinten in Medina haben sie die gelassen, in Medina haben sie die manche Gefährten gelassen zum Aufpassen für die Familien und haben mit den Juden Vertrag gemacht vorher, alles klar gemacht, dass die also denen auch helfen. Waren ja Bewohner da hinten in Khaybar, was ist ja dahinter. Und die haben gesagt, ja, alles klar. Und haben dann den Vertrag gebrochen und haben sich verbunden mit dem Feind und haben versucht, dann von hinten dann praktisch den Propheten einzukesseln und dann die Schlacht zu gewinnen. Und Allah hat das verhindert. Alhamdulillah. Ja, er hat dann hat die alle zurückgeschickt, hat Unwetter geschickt und hat ihnen geholfen. Und hat, sodass die abgezogen sind schließlich. Und dann wurden die bestraft. Ja, die Reiberleute und immer wieder haben die betrogen und schon, dann haben sie die weggeschickt. Ja, die haben sie einfach weggeschickt dann, die da übrig waren. Und ins Exil sozusagen, also raus, weg von da. Und haben auch in diesem Fall, was ja normalerweise nicht üblich ist, haben sie dann die Palmen abgeschnitten.
damit es ganz sicher ist, dass sie nicht wiederkommen. Ja, sie haben die Palmen von den Gärten, von, die hatten ja viele Gärten, die waren ja auch immer reich, da haben sie alles abgeschnitten, damit die da nicht auf die Idee kommen, eines Tages unser Land, wir kommen da wieder. Ja, haben sie also ganz klare Signale und sie sind weg. Jetzt darfst du dreimal raten, wo die hingegangen sind. Wo die hingezogen sind. Die sind nach Nejd. 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 Die sind nach Nejd gezogen. Ja, Nejd ist der Platz, wo der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, von Nejd wird das Horn von Shaitan kommen. Das Horn von Shaitan wird da sein. Weil er hat in Jemen Segen gebeten von Allah subhanahu wa ta'ala für Jemen und für Syrien. Hat er dreimal gesagt, Allah möge Jemen segnen und Syrien segnen. Allah möge Jemen segnen und Syrien segnen. Und die haben immer gesagt, was ist mit Nejd, ja Rasulallah, also die Gefährten, ne? Wie ist das mit Nejd zum Beispiel? Ja, mit Nejd ist auch, gehört auch zu Hijaz und so. Ne? Und dann hat der Prophet gesagt, von Nejd, da kommen die, da wird Shaitan, da erscheint Shaitan von Nejd. Und da kommen die Wahhabis her, die Wiege der Wahhabiten, Salafiten, Termiten, ja, die Wiege von denen ist Nejd. Das Haus von Saud, ja, das ist auch Nejd. Von daher. Ja. Das ist die andere Sache, die dann den Islam Termiten ist schon das richtige Wort, also zerfressen haben, von innen. Von innen zerfressen. Heute sind alle infiziert. Es gibt, also ich habe, wenn ich in eine Moschee gehe, irgendeine Moschee in Deutschland, eine von den tausenden Hinterhofmoscheen, auch türkische, gibt es keine, die nicht infiziert ist vom Wahhabitentum. Gibt es nicht. Das siehst du alleine daran, dass die gegen Tarikat sind. Oder nicht, oder, na, will ich ja gar nicht so weit sagen, nicht für Tarikat sind. Wie kann man nicht für Tarikat sein? Als Muslim. Wie kann ich nicht für Sufismus sein, sozusagen, ja, wenn ich jetzt mal das Wort mal noch benutzen wollen? Wie? Wie kann ich nicht für den Scheich sein und dann behaupten, ich bin Muslim oder Mu'min oder Gläubiger? Und dann einfach sagen, ja, nee, ich habe nichts zu tun, ich bin neutral. Hör mal auf, neutral, die Schweizer sind neutral. Du bist nicht neutral, bist du neutral? Du bist bald neutral, du bist neutralisiert. Traumatisiert und neutralisiert. Kommst du zu Allah und sagst du, was bist du so, ich bin ein Neutron. Will Allah nicht. Allah will, dass du ihn leidenschaftlich liebst. Nicht neutral bist. Oder? Nee. Ja, du sollst den Scheich lieben. Und nur das ist das, was alles zusammenhält. Deswegen hat Shaitan auch angesetzt. Hat genau da hat er genau angesetzt. Ja, und setzt immer noch an. Die Liebe zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Da ist sein, der weiß das genau. Da ist der Schlüssel. Wenn er das verhindert, die Liebe zum Propheten, ja, das heißt auch die Liebe zum Scheich, die Liebe zu seinen Brüdern, die Liebe überhaupt, weil die beruht auf dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dann hat er den Schlüssel für sich, die Leute wegzuholen. Sheikh Jamaluddin hat mir, glaube ich, die Geschichte erzählt vor kurzem, als er gerade hier war, letztes Mal, dass jemand war in Medina vor dem Grab des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und hat da auch Dua gemacht. Und wir wenden uns ja zum Propheten hin und sagen, ja, mach du Dua für uns. Ja. Und dann kommen die Typen, die Wahhabi, dann drehen dich immer um. Die haben immer den Job, dich umzudrehen. Deswegen,
Ja, du musst dann Richtung Kirche, Haram, Schirk, Bida. Also da. Ja. Zu mir hat mal einer gesagt, da ist nichts. Stand vor dem Grab so, wie so. Stand da vor dem Grab und ich bin da hingekommen und Dürmer hat gesagt, da ist nichts. Also das war ja auch schon, eigentlich reicht er, hat immer schon gereicht. Aber jetzt diese Geschichte von Jamal, die ist auch nochmal ein bisschen genauer. Ja, da hat nämlich auch einer dann Dua gemacht und hat er dann auch so weggedreht. Und dann hat der hat es dann auf den Punkt gebracht, der hat dann diesen Mann, diesen wahhabitischen Aufseher, da gefragt, wieso hasst ihr den Propheten? Die direkt so, ja, wieso hasst ihr den Propheten? Also gar nicht mal drum herum geredet, sondern direkt so. Und es ist auch angekommen bei dem und da hat er gesagt, er hat angefangen. Ja, das ist echt wahr. Ja, du musst doch schon mal begreifen, was los ist, verstehst du, was die für ein Ding drauf haben. Das muss man schon mal sehen. Und diese Haltung und diese Krankheit, sage ich mal, diese Krankheit, Haltung und Krankheit, die hat sich überall hin verbreitet. Ja, weil wenn einer schwach ist, dann kriegt er das, dann nimmt er das an. Ja, das ist ja mit der Ummat passiert, mit der Ummat und Mohammedi so. Und dann ist der halt, dann sind die halt schwach. Und deswegen passiert auch ganz viel mit denen. Deswegen hat der Scheich auch immer gesagt, wenn die Strafe von Allah kommt, und sie kommt ja, das sieht man ja, dann, wenn, sagen wir mal, im Westen zum Beispiel, weil die globale, also die Strafe von Allah, die Konsequenzen, ja, einfach der Haltung von allen Menschen, egal wer, einfach wenn die Konsequenzen dann zutage treten, oder wenn man sagt, Allahs Strafe, dann kannst du ja sagen, oder wie auch immer du es ausdrückst, wenn die Konsequenzen dann kommen, ja, wenn du ein Grad im Westen hast an Strafe, sagen wir mal, ja, dann hast du da im Mittelosten bei den Muslimen 70 mal 70. Das hat er so oft gesagt. Und jetzt guck mal, jetzt musst du nur noch mal gucken, was jetzt gerade passiert, dann sagst du, ja, da hat der Scheich wieder mal recht gehabt, wie immer. Oder? Ja. Das ist ein Drama. Ich habe eine Sendung gesehen im Fernsehen über Tiertransporte. Die transportieren ja also Kühe und Schafe und ja, die müssen sie ja unbedingt dann bis nach Jordanien oder möglichst bis nach Usbekistan. Ja, so 3000, 4000, 5, 6, 7000 Kilometer möglichst. Ja, weil die haben ja keine. Das bringt dann Knete und so. Dann haben sie da berichtet von diesen grausamen Transporten. Ja, und dann denkst du schon, oh weia und so, ja. Denkst du schon mal, so echt schlimm und so. Aber das Schlimmste, das Allerschlimmste, haben sie dann zum Schluss gezeigt, wie es in den Schlachthöfen in den islamischen Ländern zugeht. Also da fällt dir dann gar nichts mehr dazu ein. Da denkst du, bist im Stierkampf. Die machen Stierkampf da in einem Schlachthaus. Stechen müssen in den Augen ausstechen noch vorher. Muslime. In Ägypten, wo Al-Azhar-Universität ist, Al-Azhar, die höchste Autorität, sagt man so. Ja. In dem Land passiert das. Tierquälerei, also vom Feinsten, kannst du dir nicht vorstellen. Halal. Halal geschlachtet. Ja.
Das ist der Zustand. Weil das sind Bilder, das muss man einfach nur sehen. Das ist der Zustand. Und alles deswegen, weil die Leute, weil Chaitan da genau angesetzt hat, nämlich den Scheich wegzunehmen. Den Leuten den Scheich wegzunehmen. Den Waliullah wegzunehmen, soweit das geht. Damit die Leute niemanden haben, auf den sie folgen können. Die haben niemanden, den sie folgen. Die haben nur noch Idioten, denen sie folgen. Shaitan und Idioten. Und Shaitan und seine Armeen, die folgen sie. Und natürlich ihrem eigenen Nafs. Das ist ja mit dem eigenen Nafs immer verbunden. Das wird gefolgt. So wie der Abdelkader Jilani, glaube ich, einer der ganz Großen, hat gesagt, wer keinen Scheich hat, dessen Scheich ist Scheitan. Oder aber ihr seht, was haben. Ja, wer keinen Scheich hat, dessen Scheich ist Scheitan. Ja, sie folgen jemandem, sie folgen ihrem Nafs und sie folgen irgendwelchen Schwund. Ja, aber nicht dem Scheich, nicht den Heiligen, nicht den Reinen, nicht den Zadik. Kunuma Sadikin. Folge denen, die sich mir in Liebe zugewandt haben, verstehst du? Die musst du folgen. Ja, folge mir, dann folgst du Allah, sagt der Prophet. Folg dem Propheten, dann folgt dir Allah. Nicht du bist so größer als der Prophet, aber du folgst Allah, du folgst deinem Nafs und Shaitan. Folge dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Dann folgst du Allah. Und wenn der Prophet nicht da ist, dann folgst du dem Waliullah. Dann folgst du Allah. Der Prophet ist auch noch mal zu groß für dich. Ein paar Nummern. Ja, direkt. Also schon okay. Aber folge deinem Scheich. Er bringt dich zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Wenn du geschafft hast, vor dem Scheich nichts zu sein, dein Ego zu eliminieren oder das zuzulassen, dass dein Ego eliminiert wird, dass du nichts bist, mehr gar nichts, mehr gar keinen Anspruch hast, dann nimmt der Scheich dich auf. Nur unter dieser Bedingung. Und dann gibt er dich zum Propheten, sagen wir mal. Das ist eine hohe Stufe, von der wollen wir gar nicht reden. Aber wir reden davon, einfach mal anzunehmen, den Rat vom Scheich anzunehmen, oder den Rat von einem, der dem Scheich folgt, anzunehmen, ja, wenn der Scheich nicht da ist. Oder ja, einfach mal den Rat vom Scheich anzunehmen und stell dir mal vor, das würden die Muslime würden jetzt morgen sagen, ja, in Deutschland, die ganzen Jamaat, sagen wir mal, die Moscheen, ja, wir nehmen jetzt mal den Rat von Maulana Sheikh Nazim an. Alle. Wir gucken jetzt alle mal bei Saltanat, was der Sheikh gesagt hat, auf Türkisch, auf Englisch und die Übersetzungen und alles. Das gucken wir uns jetzt mal an und versuchen wir mal, dem zu folgen. Mal gucken, ob es dann besser wird in der Welt. Würde unglaublich besser werden, wenn die Leute das machen würden. Wahnsinnig. Wahnsinnig. Sie sind mit ihrem Nafs, mit dem Ego und mit dem Nafs, mit der Dunja, mit der Welt. Die Welt hat sie voll im Griff. Die Welt frisst dich auf. Frisst dich. Wie frisst dich? Ist ohne Ende. Das Drama ist ohne Ende. Die Beschwerden sind ohne Ende. Die Betrügereien sind ohne Ende. Die Geschichten sind ohne Ende. Es kommt immer eine neue Geschichte. Nach der einen Geschichte bist du eben am Herzinfarkt oder am Gehirnschlag oder am
weiß ich, was alles für Krankheiten. Das sind alles Krankheiten, es kommt alles von dem Mist. Ja. Der Mensch ist gesund. Von seiner Erschaffung her. Er ist gesund. Er soll vollkommen sein, und wenn er vollkommen, soweit er vollkommen ist, ist er auch gesund. Er ist gesund. Wir sind gesund. Wir haben keine Krankheit in dem Sinne. Die Scheichs, die, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, aber die nehmen dann halt die haben so eine Barmherzigkeit, das ist eine ihrer wichtigsten Eigenschaften. Oder vielleicht die wichtigste Eigenschaft, wie die wichtigste Eigenschaft von Allah ist, der Rahman zu sein, barmherzig zu sein, allen gegenüber, allen, egal wie die sich einer nennt, oder wie der sich anzieht, oder wie der aussieht, oder irgendwas, sind die barmherzig. Und Mitleid, wir haben Mitleid. Haben Mitleid, verstehst du? Die sind mit den schwachen Menschen. Die sind als Mitleid. Auch der Prophet selber, sallallahu alaihi wasallam, er musste das alles machen. Er hat es ja gezeigt. Er musste auch sich vergiften lassen, musste sich beleidigen lassen, mit Dreck bewerfen lassen, verletzen lassen, töten wollten sie ihn dann. Ja, alles. 3 Jahre lang gehungert mit den Gefährten zum Beispiel. Ja, alles mitgemacht. Muss er ja gar nicht, sozusagen. Er hat ja die Power, also das alles mit einem Atemzug zu beenden. Alles hat er. Dann hat sie ihn noch vergiftet, diese Jüdin hat ihn dann noch vergiftet. Wollte wissen, ob er wirklich ein Prophet ist. Sallallahu alaihi wa sallam.